Herzlich willkommen zu diesem Crazy Channel 40 Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr euch euren eigenen Columbia Intro erstellen könnt. Ja, das funktioniert wie folgt. Allerdings braucht ihr dazu die Template-Files von Bellawag.net, After Effects TS4 oder höher und Blender. Könnt ihr euch da kostenlos runterladen. Ja, wenn ihr die Template-Files gedownloadet habt, geht ihr auf den Desktop und macht hier alle extrahieren. Extrahieren. So. Dann öffnet sich hier direkt der Ordner, dann schauen wir, gibt es hier einen Font? Nein. Dann öffnen wir als allererstes mal hier die Blender-Datei. Einfach Doppelklick drauf und startet Blender automatisch. So, dann drückt ihr Tab, löscht das. Ihr müsst gar nichts mit der Maus machen, einfach nur Tab drücken, fertig. Dann gebt ihr das ein, was ihr haben wollt. Hier das, ja, drückt wieder Tab, geht hier auf Animation, wird animiert, fertig. Schaut ihr, ist hier eine neue Datei, aha, 001, wunderbar. Doppelklick auf Columbia, nicht speichern. Dann, wenn er euch fragt, muss konvertiert werden, kein Problem, alles bleibt so, wie es war. Hier gehen wir dann auf Belly drauf, Doppelklick und dann könnt ihr hier ganz normal das entscheiden, also Subtitel eingeben, zum Beispiel, das geben wir dann ein, so, jetzt muss man noch schreiben können, und wenn ihr das gemacht habt, einfach hier dann Columbia, Composition, an die Renderliste anfügen. Dann, wenn ihr hier wollt, einstellen, was ihr wollt. H264 würde ich generell empfehlen. Wenn ihr das nicht habt, es gibt ein Video, dann müsst ihr auf meine Kanalseite gehen und dann ja, könnt ihr euch anschauen, wie ihr das wieder zurückbekommt. Das geht ganz einfach. Hier, Audioausgabe automatisch. Macht ihr am besten auf ein, dann geht ihr kein Risiko ein, und wenn es dann einen Moment leiser ist oder sowas, dann gibt es dann eventuell schon einen Fehler. So, okay. Dann macht ihr hier noch den Speicherort rein, aber hier Desktop, alles klar. Dann klickt ihr schon auf Rendern. Das war's. Ihr seht, so kompliziert ist das gar nicht. Dann seht ihr hier, je nachdem wie schnell euer Computer halt ist, ja, was das da durchrendert. So, ich bedanke mich fürs Anschauen des Videos. Hoffe, es hat dir, also euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Videos zum Übersetzen wollt, also, dann sagt einfach Bescheid und ich mach die dann. Noch andere Intros, die ihr irgendwie gesehen habt, aber es nicht versteht. Ich versuche es zu verstehen und erkläre es euch dann. Ja, schaut doch nochmal für weitere Videos auf meinem Kanal nach. Den Kanal findet ihr ganz einfach unter dem Video verlinkt. Da, wo immer was, ja, wo halt über das Kanalbild der Name steht. Ja, und bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Lasst doch ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar da. Und dann. Bis dann. Bellawag macht die Templates immer mit sehr viel Mühe. Wenn ihr das irgendwo verwendet, schreibt es doch in die Kommentare oder nicht in die Kommentare, in die Beschreibung, dass ihr das Template von ihm benutzt habt. Da wird er sich bestimmt freuen. Ja. Wir sehen, es ist gerade fertig geworden. Also, bis zum nächsten Mal.